Hast du schon mal was von AI-Closing gehört? Das ist wahrscheinlich aktuell der einfachste Weg, um sich als Angestellter was aufzubauen und vor allen Dingen nebenbei sein eigenes Ding zu machen. AI-Closing ist ein Geschäftsmodell, das 2023 komplett durch die Decke gehen wird. Und falls du dir nebenbei was Eigenes aufbauen willst, dann solltest du dich auf jeden Fall mal mit dem Thema AI-Closing auseinandersetzen. Wie kann man jetzt also mit AI-Closing als Angestellter sich nebenbei was Eigenes aufbauen und was dazu verdienen? Let's go! Hi, mein Name ist Konstantin Guldan. Ich bin professioneller Ausbilder für Hochpreis-Closer. Das bedeutet, ich helfe mit der Ausbildung, die wir hier anbieten, ganz normalen Menschen, wie wahrscheinlich auch dir, sich neben ihrem aktuellen Vollzeitberuf ein zweites Standbein aufzubauen, sodass sie als Closer nebenberuflich mal mindestens 3.000 bis 7.000 Euro im Monat dazu verdienen. Und eine riesengroße Chance, die sich jetzt in den letzten Wochen ergeben hat, ist das sogenannte AI-Closing. AI steht für, wir wissen es alle, Artificial Intelligence, künstliche Intelligenz, ja? Und das AI-Closing ist etwas, was den Closer-Markt für noch viel mehr normale Menschen zugänglich machen wird in den kommenden Monaten und Jahren. Und deswegen solltest du es auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Also, lass uns mal drüber sprechen. Die Vorteile von AI-Closing, denke ich, sind relativ simpel. Du musst keine Schichten arbeiten, ja, du kannst ortsunabhängig arbeiten, du kannst freiberuflich arbeiten, du kannst von überall auf der Welt aus arbeiten und dich Schritt für Schritt Richtung finanzielle Unabhängigkeit arbeiten. Und das Beste ist, dass dein Einkommen nach oben hin komplett offen und ungedeckelt ist. In 5,5 Wochen 150.000 gemacht. Und mein Spitzenmonat war ein bisschen mehr als 100.000 Euro. Ich habe gesehen, du hast 1 Million Euro Umsatz geclosed. Herzlichen Glückwunsch. Jawohl, vielen Dank. Wie funktioniert jetzt AI-Closing in der Praxis? Ganz einfach. Du musst dir Folgendes vorstellen: Unternehmen, die bekommen Anfragen, ja, Kundenanfragen online, ja, über ihre Webseite zum Beispiel oder über Instagram. Und das Problem ist, dass die Unternehmen so viele Anfragen bekommen von potenziellen Interessenten, die ihr Angebot gern kaufen möchten, dass sie diese Angebote gar nicht selbst alle verkaufen können, weil sie nicht genügend Mitarbeiter haben, weil sie einfach gar nicht die Ressourcen haben, diese ganzen Kundenanfragen abzuarbeiten. Und da kommt AI-Closing ins Spiel. Diese Unternehmen beauftragen freiberufliche Closer oder externe Closer und bezahlen denen 10 bis 15% vom gemachten Umsatz. Was hat das Ganze jetzt mit einer künstlichen Intelligenz zu tun? Ganz einfach. Die Closer sind die, die die künstliche Intelligenz bauen, die sie ausarbeiten und die vor allen Dingen mit der künstlichen Intelligenz arbeiten werden in Zukunft. Und das Geile ist, es gibt ja Stand jetzt auch ohne die künstliche Intelligenz schon tausende Closer, die 3.000, 5.000 und in manchen Fällen sogar über 10.000 Euro jeden einzelnen Monat für ihre eigene Tasche verdienen. Und der nächste große Trend ist jetzt das sogenannte AI-Closing. Das bedeutet, die künstliche Intelligenz wird Skripte erarbeiten, Skripte verbessern, neue Skripte bauen, ja, so dass du als Closer den riesengroßen Vorteil hast, noch viel mehr Kunden zu gewinnen, weil alle Fehler, die in der Vergangenheit passiert sind, ausgemerzt werden, basierend auf Daten und nicht basierend auf einem Bauchgefühl. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn ein Bauchgefühl, das wissen wir alle, das skaliert nicht. Das Einzige, was skaliert, sind Zahlen und logischerweise das Wissen und die Ableitungen, die man aus Zahlen zieht. Das heißt, das Ganze wird ein bisschen technisch, was das Closing angeht. Eine Sache ist aber auch klar: Am Ende des Tages wird niemals alleine eine künstliche Intelligenz einen Kunden closen können, die nicht von einem, ich sage jetzt mal, richtigen Closer mit Daten gefüllt wurde, weil woher soll die KI die Informationen bekommen, wenn sie nicht mit Real-Life-Daten gefüttert wird? Das heißt, der Closer wird dadurch nicht ersetzt, sondern der Closer wird dadurch einfach besser gemacht. Meine Vorhersage sieht also in etwa so aus: Wenn du ein sehr, sehr guter Closer bist und meinetwegen schon 500 oder 1000 Beratungsgespräche erfolgreich geführt hast, paar Millionen Euro an Umsatz gemacht hast, dann lädst du deine Daten, dein Wissen, deine Erfahrungen in die künstliche Intelligenz rein, die dann basierend auf den Daten, die du in den letzten Monaten und Jahren gesammelt hast, Entscheidungen und Ableitungen trifft, um so gut wie möglich zu closen. Und du merkst schon, die KI kann das nicht alleine, sondern sie kann es nur dadurch, dass sie von einem sehr, sehr guten Closer mit Daten gefüttert wird. Und da kommst jetzt du ins Spiel. Wenn du nämlich jetzt als Closer anfängst,
Daten zu sammeln, Beratungsgespräche zu führen in verschiedenen Branchen, für verschiedene Firmen zu arbeiten, diese Daten aufzunehmen und zu sammeln für dich selbst, dann wirst du der sein, der in den kommenden 1, 2 oder 3 Jahren eine künstliche Intelligenz hat, die mit den besten Daten am kompletten Closermarkt gefüllt ist. Und das ist übrigens mein Plan. Und so die höchste Abschlussquote, also auch den höchsten Umsatz pro Kunde, pro Firma generieren kann. Und damit wirst du stinkreich. So, keine Sorge, ich weiß, das klingt jetzt alles sehr, sehr technisch. Deswegen lass uns das jetzt mal auf ein paar simple Schritte runterbrechen, die du in Zukunft machen kannst, um in den kommenden 12, 24 oder 36 Monaten von dem AI-Closing zu profitieren. Also pass auf, Schritt 1. Wer nicht closed, hat keine Daten. Wenn du also aktuell noch nicht als Closer tätig bist, noch keine Daten sammelst, würde ich dir wärmstens empfehlen, dass du mal mit uns in Kontakt trittst, denn dann können wir dir zeigen, wie du als Closer neben deinem aktuellen Hauptjob anfängst, Beratungsgespräche zu führen, dich einzuarbeiten, deine Closing Skills auszubauen und vor allen Dingen neben deinem aktuellen Hauptjob Geld zu verdienen. Ja, 3.000, 5.000 oder in manchen Fällen sogar 10.000 Euro im Monat. Schritt 2. Du kannst nicht einfach nur Beratungsgespräche führen und danach den Laptop zuklappen, sondern du musst natürlich auch Aufzeichnungen über diese Beratungsgespräche führen. Ich gebe dir mal ein Beispiel, wie wir das machen. Wir arbeiten ja mit Skripten hier bei hochpreiscloser.de. Das heißt, wir haben ein Skript, das für mittlerweile weit über 4 Millionen Euro an Umsatz verantwortlich ist. Das bedeutet, dieses Skript funktioniert. Wir schaffen es auch in sehr, sehr guten Fällen mit diesem Skript eine Abschlussquote von 80-85% zu erreichen. Ja, in jedem Verkaufstermin. Das bedeutet, diese Daten, die wir jetzt gesammelt haben über die letzten Monate und Jahre, sind bei uns alle in der Cloud digitalisiert. Das ist bei uns wirklich wie Fort Knox, weil das ist was, was uns in den nächsten Jahren Millionen und Millionen und Millionen bringen kann. So, da rede ich jetzt von uns. Jetzt kommen wir mal zu dir. Was du also auch machen solltest, ist, du brauchst ein Skript. Du kannst auch super gerne unser Skript nutzen, ja, weil es funktioniert, ja. Das heißt, du musst das Rad nicht neu erfinden. Und dann solltest du anfangen, Aufzeichnungen über deine Beratungsgespräche zu führen. Was hat gut funktioniert? Wie haben bestimmte Kunden reagiert, wenn du was Bestimmtes gesagt hast? Welche Preise haben gut funktioniert? Wie hast du das Angebot rübergebracht, dass es am besten funktioniert hat, dass die Leute gerne kaufen, dass sie es gleich verstehen und so weiter und so fort. Das sind alles Dinge, die du aufzeichnen solltest. Der dritte Schritt ist nicht aufgeben. Denn die künstliche Intelligenz, die ist natürlich jetzt schon extrem gut, aber sie ist noch nicht perfekt. Ich denke, dass wir da auf jeden Fall noch 12 bis 24 Monate brauchen. Aber du solltest auf jeden Fall in den kommenden Monaten dir die Aufzeichnungen wirklich sichern. Du solltest die Aufzeichnungen über die Beratungsgespräche, die du führst, auch irgendwo speichern und digitalisieren, damit du die Daten hast, wenn es soweit ist. Das ist was, was wir schon seit Jahren machen. Das heißt, wir haben hier intern Aufzeichnungen über abertausende Beratungsgespräche. Deswegen ist ja auch unser Skript so gut. Das Ding ist nur, wir haben dieses Skript halt als Menschen erarbeitet. Und klar, wir haben natürlich sehr, sehr viele Daten, aber die Daten wurden noch nicht von einer künstlichen Intelligenz ausgelesen, sondern immer noch von einem Menschen, der am Ende eine Entscheidung trifft. Ja, das heißt, für dich ist Schritt 3 tatsächlich durchhalten und weiterhin die Daten zusammen. Und Schritt 4 ist, wenn es dann soweit ist, dass du deine Daten, die du über die Beratungstermine gesammelt hast, in die künstliche Intelligenz reinpackst und diese künstliche Intelligenz dann in der Lage ist, basierend auf den Daten aus der Vergangenheit die Entscheidungen zu treffen für die Zukunft, damit Kunden kaufen. Und jetzt kommt das Ganze, was noch richtig spannend wird am Ende des Tages und offen gestanden auch ein bisschen spooky. Aktuell kann die künstliche Intelligenz ja nur chatten, ja, also nur schreiben. Was die künstliche Intelligenz aktuell noch nicht kann, ist ein Video zu produzieren von dir. Man nennt das Ganze auch Deepfake. Ja, also ein Deepfake bedeutet quasi eine lebensgetreue Nachbildung von einer Person zum Beispiel zu erstellen. Aber eine Sache gibt es schon. Geh mal auf die Website thispersondoesnotexist.com. Auf dieser Seite wird jeden Tag ein Bild von einer Person kreiert, die nicht existiert, also quasi ein Deepfake. Und jetzt wird's interessant. Was ist denn ein Video? Ein Video ist eine Aneinanderreihung von ganz, ganz vielen Bildern. Im Regelfall 24 Bilder pro Sekunde. Heißt, wenn es die KI aktuell schafft, ein Bild zu kreieren, dann wird sie es auch irgendwann schaffen, 24 Bilder pro Sekunde zu kreieren, sodass du plötzlich ein Bild hast, das in Bewegung ist. Verstehst du? Und dann hast du ein Video. Das kannst du dir quasi so vorstellen wie früher diese Handkinos, ja, wo du quasi so ein kleines Buch hattest und hast du so drrrr gemacht und plötzlich hat sich das Teil da drin bewegt. Und das ist die letzte Form des AI-Closings, dass du quasi die Daten, die du aus deinen Beratungsgesprächen geführt hast, in die KI hochlädst,
kombiniert mit einem Deepfake von dir, der sich bewegt wie du, der aussieht wie du, der aber gar nicht du bist, sondern der faktisch von dir gesteuert wird und der dann am Ende des Tages die Beratungsgespräche für dich führt, sodass du dich, und dann haben wir wirklich passives Einkommen, entspannt zurücklehnen kannst, deinem Deepfake zusehen kannst, wie er deine Beratungstermine führt. Der kann die sogar besser als du, weil er keine Emotionen hat, sondern er macht immer wieder das, was funktioniert, ja, basierend auf den Daten, die du gesammelt hast. Ich weiß, das sind jetzt alles richtig krasse utopische Szenarien, aber wir haben alle selbst gesehen, was mit ChatGPT möglich ist und das ist erst der Anfang. Aber wie gesagt, wenn du Stand jetzt keinen Skill hast, sprich wenn du Stand jetzt nicht closen kannst, bringt dir AI-Closing, was ich dir gerade beschrieben habe, zero. Das heißt, die Handlungsempfehlung an dich ist, melde dich jetzt bei mir für ein kostenloses Beratungsgespräch. Wir gucken uns deine aktuelle Situation an, wie du jetzt mal ganz entspannt neben deinem Hauptjob anfangen kannst, die ersten paar tausend Euro nebenbei zu verdienen, die ersten paar Daten zu sammeln, weil ein paar Daten sind besser als gar keine Daten. Plus du verdienst ja währenddessen schon ein paar tausend Euro im Monat. Ja, das ist ganz normal. Kannst dir auch gerne auf meiner Website oder auf meinem YouTube-Kanal hier die Videos der anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer anschauen. Ja, da reden wir über ganz andere Summen. Und ja, so wird das Ganze funktionieren. Das heißt, trag dich jetzt ein auf hochpreis-closer.de für ein kostenloses Beratungsgespräch. Und by the way, dieses Video war ein Deepfake. War natürlich nur ein Witz, war es nicht. Aber bald.